Das Brixner Fest ist ein sehr traditionelles Fest. Wie du siehst, haben wir sehr traditionelle Musik. Das unterscheidet uns auch von den anderen Orten ein bisschen und so können wir uns hervor eben. Also wir sind jetzt von der Größe her nicht ausgerichtet, dass wir große Busse da haben können, weil es ist ein recht kleiner Platz. Aber es ist halt für unsere Gäste, die in Brixen sich aufhalten, die da wohnen und natürlich sehr, sehr viele Einheimische. Handwerkskünstler da eigentlich, weil ich habe dort zuerst gerade gesehen, da ist eine da, die dort Klöpfe machen. Das ist natürlich, ich habe da zugeschaut, unverständlich, wie man so etwas zusammenbringen kann. Das ist eine totale Geduldsarbeit und man kann da ein bisschen zuschauen. Also man sieht es eh da hinten, ja. Da ist ein Ranzensticker da und ja, es ist für jeden was da bei unserem Fest. Traditionellerweise ist bei uns immer am dritten Wochenende im September. Das ist, wie viele Kühe das dann durchkommen, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie war das Wetter im Sommer. Heuer haben wir ein bisschen Glück gehabt, weil normalerweise nächste Woche auch relativ viel kommen, aber dadurch, dass oben auf die Almen eigentlich schon das Futter recht knapp geworden ist, fahren heute sehr viel bei uns vorbei. Ja, sehr großen Wert legen wir natürlich auf die traditionelle Kulinarik, also neben Grillhändel, was es eigentlich immer gibt, haben wir da hinten die Bayerinnen, die machen Bratkrapfen, die haben Kaffee und Kuchenhaus gemacht, die man sonst nirgends kriegt. Es ist ein Bauernmarkt, der kleiner da. Und der Metzger hat, das gibt es eben nur bei uns, hat extra für das Fest eine eigene Heimfahrerwurst kreiert. Die kann man da unten natürlich dann nachvollziehen. Thank you.